So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren letztens im Urlaub in Saalfeld, Rudolstadt, Groschwitz, wie das alles heißt. Da waren wir in einem Marktkauf, das war das allererste Mal, dass ich in einem Marktkauf war und habe das hier entdeckt, ein Batzi Energy, das ist Cola Mix. Da musste ich direkt an ISWO denken, denn immer wenn wir in München beim Hannes in Bayern zum Urlaub waren und haben da rumgehangen, hat der ISWO immer irgendwas gelabert mit Batzi, das Sau-Batzi und was ein Batzi. Und ich wusste nicht, was ist denn Batzi, was ist ein Sau-Batzi. Und irgendwo ging es dann auch um Obatzda, also diesen Aufschnitt fürs Käse, also diesen fürs Brot, diesen Brotaufstrich. Obatzda, der Sau-Batzi. Und der ist auf jeden Fall total da hängen geblieben mit diesen Wörtern. Und jetzt gerade lese ich hier diesen Text. Cola Mix hat seinen Ursprung in Bayern. Bereits Ende der 40er Jahre mischten in bayerischen Wirtshäusern Lausbuben Orangenlimo mit Cola. Zu Ehren der Erfinder nennen wir unser Cola Mix Batzi, der bayerische Ausdruck für Lausbub. Ich mag natürlich gern Cola Mix, mein Liebling ist immer noch Schwippschwapp aus der Dose, habe ich zur Netto-Zeit dann immer in der Pause mir reingeschlungen. Deswegen bin ich mal gespannt, wie diese Cola Mix schmeckt und vor allem, weil das Cola Mix Energy ist, ein Batzi Energy. Energy Drink mit Cola und Orangengeschmack, koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Taurin. Mehr steht da nicht, Privatbrauerei Schimpfle in Gessarthausen. Wir haben zwei Dosen, die werden wir jetzt probieren. Die halte ich mal kurz so rein. Für das Thumbnail vielleicht. Dann habe ich hier mein Gläschen. Ich möchte aber erstmal so eine Dose aufmachen und direkt aus der Dose probieren, wie das schmeckt. Normal nehme ich immer einen ganz kleinen Nipper und setze dann ab und lasse es erstmal wirken. Lass es erstmal wirken, aber jetzt gerade beim Trinken war das so erfrischend, war das so kühl, hat leicht geprickelt, das hat so ein gutes Gefühl versprüht. Ich hätte am liebsten die ganze Dose mit einmal ausgetrunken gerade, weil das echt richtig gut geschmeckt hat gerade. Jetzt habe ich es abgesetzt, jetzt merkst du so eine leicht Brausenpulverartige im Nachgeschmack irgendwas, sicherlich mit Kohlensäure, alles hin und her, der Energy, wie sich das vermischt. Ein bisschen, als hättest du so Ahoi-Brause auf der Zunge, was ein bisschen bitzelt, ein bisschen säuerlich wird auf einmal, aber irgendwie hast du trotzdem so einen richtig tollen Trinkgeschmack während des Trinkens. Ganz an Schwippschwapp, was meine Lieblings-Cola-Mixsorte ist, kommt es meiner Meinung nach jetzt trotzdem nicht ran. Dafür ist mir das mit dem Nachgeschmack und mit diesen Bitzeln ein bisschen zu viel. Aber es ist ja keine normale Cola-Mix, es ist ja eine Cola-Mix-Energy. Das Energy macht es also so besonders. Durch das Energy können Energy-Freunde sagen, okay, statt normalen Energy gönnen wir uns mal Cola-Mix-Energy. Finde ich gut, finde ich interessant, finde ich, kannst du trinken, schmeckt. Würde ich auch nochmal kaufen, ganz ehrlich. Aber im Normalfall würde ich bei Schwippschwapp-Döschen bleiben. Jetzt möchte ich die mir mal zur Seite stellen. Möchte mal die zweite aufmachen. Denn normalerweise, wenn wir verschiedene Sachen haben, probieren wir die ja alle. Und dann füllen wir das immer in das Gläschen und schütten das ganze Ding mit einmal weg, wenn wir alle verschiedenen Sachen zusammentesten. Jetzt habe ich aber nur diese eine Dose. Und dieses eine Glas, beziehungsweise ich habe ja auch das, aber das sind ja nicht verschiedene Sachen, weil es keine verschiedenen Sachen sind, muss ich sie nicht zusammenmischen. Versteht ihr? So kann ich eine Dose komplett einschenken und eine Dose komplett jetzt auf Ex trinken in diesem Glas. Nochmal fürs Thumbnail würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Guckt euch das Glas an, das Glas ist auch richtig beschlagen, das ist sehr gut, weil das ist wirklich richtig schön gekühlt gewesen. Wenn ihr das kennt, schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das schon gesehen habt, wenn ihr das getestet habt, schon mal Cola Mix, Batzi, Energy. Ciao.